Es geht. Happy Birthday. Geh, Murphy. Es ist immer nur diese Stelle gewesen. So. Wo im Karton jetzt? Murphy, geh weiter! Geh weiter! Nicht so kurz vor Ende! Willst du mich verarschen? Danke. Okay, er kann also gegen unsichtbare Winde laufen. Ist das richtig? Das hatte ich bisher noch nie. Ich habe es auch noch nie so gespielt. Jetzt. So, das endlose Treppenhaus, das wir jetzt wieder runter müssen. Wie gesagt, ich weiß es. Ich bin gespoilert. An vieles erinnere ich mich noch. Und wir sind wieder in der Küche. Tja, ein Scheiß. Damit haben wir uns jetzt so lange rumgeprügelt. Nein, wir verstehen gar nichts. Jetzt geht auch die Küche hier auf. Ach, die Tür hier auf, nicht Küche. Wir waren gerade in der Küche. Dosen. Ich denke immer, das ist Muni. Vielleicht gehen die Stühle nicht kaputt hier. Ich vergesse das immer. Hier hat gerade jemand extra abgeschlossen. Nur weil du kamst, Murphy. Wusstest du das nicht? Ich mag hier keiner. Ist ja auch eines der gehassten Scientals, was ich nicht verstehe, by the way. Denn ich mag es. Hier, ja, genau. Guten Tag. Der Neue. Murphy Pendleton ist mein Name. Keine Carolyn mehr, ja? Was könnt ihr aufheben? Das Schlüssel. Wofür ist das Schlüssel? Wir abern? Ach, guck mal, wir haben ein Messer da. Haben wir... Medici hier? Kein Medici hier. Gut, gehen wir wieder hoch. Ich meine, der Schlüssel war für oben. Das Motel. Tag. Remember, if you tell the truth, you don't have to remember anything. Stimmt wohl. Was ist hier wohl passiert? Nichts drin. Gut. Was? Aufheben? Da war doch was drin. Netzkabel. Bis später wichtig. Oder war das hier? Nein, hier war das nicht. Und da kommen wir. Da gehen wir hin. Hier war's. Meine Schränke lassen sich öffnen. Das schon. Dankeschön. Wir kriegen ein Medikit. Ja, ja, du guckst schon in die richtige Richtung, Murphy. I know. Wir brauchen das Netzkabel. I know. Und wir kriegen Zahlen dadurch. Die Zahlen lauten... ...26381. Für gleich wichtig, zeige ich sofort.
Hallo? Ach, guck mal. Beim ersten Mal spielen, wo meine Schwester das gespielt hat, war es ein Schäferhund. Bei mir ist es ein schwarzer... Was ist das? Dobermann? Nee, ist auch ein Schäferhund. Richtig? Ist auch ein Schäferhund. Oder ein Mischlingshund. Irgendwie sowas. Hirtenartiges. Bist du verletzt, Murphy? Nein, du hast die Hand nicht am Bauch. Normalerweise, merkwürdigerweise hält er immer Bauch, Brusthöhe, irgendwie so. So, dafür brauchen wir nämlich die Zahlen. Ach, wie war das denn noch? So war das. Zwei. Es drehte sich nämlich alles mit. Das war's. Ich muss irgendwie auf die Zahlen kommen. Das kann jetzt dauern. Das ist die 1, richtig? Nicht das, das ist die 4. Also muss das auf. Acht. Nee, das ist da unten, ist die 4. Man sollte richtig die Zahlen lesen. Das war richtig gewesen, was ich gemacht hatte. 2, 6. Brauche ich nur noch die 3. Aber leider geht es immer auf die gleichen Zahlen. Wie war das denn? Musste die 2 dafür drehen, richtig? So? Aber um die 6 zu kriegen, muss ich das... Ja, danke. Muss ich erstmal Mist bauen. Okay, das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die 8. Das ist noch so einer, der sich weiter dreht. Was ist, wenn wir den drehen? Passiert nichts. Also, wenn wir die 2 drehen, dreht sich nur die 3 mit oder dreht sich die 4 auch mit? Drehen sich alle. Okay. Nein. Das habe ich nicht vermutet. Jetzt aber. Nein, verdammt. Das dreht sich immer um 2 hier, richtig? Nein, falsche Richtung. Aber in die andere Richtung. Jetzt haben wir es. Man hat dafür gar nicht so lange gebraucht, wenn man es weiß. Ja,
Die Schusswaffe nehme ich nur, wenn es nötig wird. Nichts mehr sonst? Ich glaube, sonst war hier nichts mehr. Aber ich konnte in den Keller, richtig? Das war's doch. Ah, was? Ich will nicht den Stuhl schon wieder. Gib mir die andere Waffe, bitte. Danke. Da war nix, richtig? Yes, das war der Keller. Jetzt kommen wir zum ersten großen Bossfight. Aufheben. Was kann ich aufheben? Sag mir, was ich aufheben kann. Sag mir, was ich... Ach, der Feuerlöscher. Ich weiß schon. Nochmal. Komm, nochmal. So, was konnte ich hier nochmal machen? Ah, genau, da. Zimmer 5b. 19.51 Uhr, zurück in den Raum gekommen, geduscht. 20.10 Uhr, Haare zweimal gewaschen, ins Bett gegangen. 20.42 Uhr, mit rosa Nachthemd ohne Slip, Licht ausgemacht. Um 21.23 Uhr, nachlesen, Modemagazin und einem Glas Wein, billiger Zimtfandel. Zimmer 102. 17.32 Uhr, Zimmerservice bestellt Tierchen des Hauses und Milch. Die Hälfte während Anschauen der Nachrichten gegessen. Dann 19.10 Uhr das Tablett vor die Tür gestellt. Fußnägel bis 19.32 Uhr geschnitten. Nägel auf dem Boden liegen lassen. Rest des Abends TV geschaut bis 22.35 Uhr. Übergroße Männerhemd getragen, durchsichtig. Schick. Zimmer 6a. Beine rasiert. Um 20.20 Uhr in die Badewanne. 21.30 Uhr ins Bett gegangen. Schläft nackt. Schnarcht laut. Zimmer 103. Langes Telefonat mit Freund. Beendet 5.22 Uhr. Ganze Zeit gestritten. In den Schlaf geweint. Wir haben einen Spanner hier. Das Wort Spanner fehlte mir gerade. Und ein Stück Draht. So, wo war mein Messer? Du warst mein Messer, richtig? Ja. Ist, glaube ich, effektiver. Ich bin mir nicht sicher, aber... Auf sie mit Gebrüll. Ich hasse das. Come on, bitch, let's see what you fucking got. Pinche cabrona. Fucking get up, bitch. Ne chinga conmigo, puta. Hey! Let go, asshole, you don't understand. Sie ist keine richtige Frau. Stehst du nochmal auf? Nein. Gut, wir haben sie relativ schnell besiegt. Er ist erledigt. Unser Freund aus dem Gefängnis.
So, wo mussten wir hin? Hier mussten wir hin, richtig? Können wir nicht noch vorher ein bisschen trainieren? Nein? Looks like a way out. Mhm. Panel's busted. Gleich nicht mehr. Na komm, beam mich hoch, Scotty. Mir fällt gerade noch was ein. Ah, oh, habe ich da Lust drauf. Und es regnet. Back outside. Ja. We are back. Na, guck mal, was ich gefunden habe. Unsere erste Aufgabe ist erledigt. Nice. Huh? Was ist das? Zufälligerweise direkt das richtige Zimmer erwischt. No. Long time since I had real clothes. Nur Flaschen. Kannst dich dazu stellen, Murphy. Würdest nicht auffallen. Entschuldigung. Hier ist kein Medikit. Wie gesagt, Murphy, du würdest nicht auffallen unter all den Flaschen. Aber mein Walkie-Talkie spricht zu mir. Na, wo ist die Tür? Warum habe ich eigentlich die Taschenlampe nicht an? Nein. Wie macht man die nochmal an? Die soll an sein. Man sieht gar nichts. Die ist doch nicht an. Na, und hier ist keine Tür. Ich Blindfisch. Nix für uns. Gut. Wie gesagt, ich sehe halt nichts im Halbdunkeln bzw. Dunkeln. Das ist so, das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Oh, the butcher's knife. Nice. Wieder nur Flaschen. Nach dir habe ich Ausschau gehalten. Schönen guten Tag. Bitte vergessen Sie nicht abzuspülen. Auch wenn hier keine Klospülung ist. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Gut. Nichts wie raus mit uns. Ja, ja. We know. Da kommen wir nirgendwo hin. Treppe können wir auch nicht gehen. Schade eigentlich. Ich würde da gerne mal hoch. Nee, ich bin doch an der richtigen Stelle. Ich dachte schon. Ich habe das falsch in Erinnerung. Ach so. Wir haben noch einen Schlüssel. Aber wir sind hier noch nicht fertig.